Wieso tut das ganze Grossraum bei Joyce applaudieren? Ich weiß es nicht, aber doch eigentlich wissen wir es, weil die Frau, die jetzt gerade da das Sofa übernimmt, die ist applauswürdig und darum würde ich doch sagen, machen wir ein bisschen Lärm und jetzt dürfen wir für Zoe Torinese. Bitteschön! Hi, man. Willkommen, Sally Zoe. Macht ihr bequem auf dem Sofa? Desi und du, ihr kennt euch schon. Hallo! Sie moderiert den Swiss Nightlife Award und der ist am Samstag und jetzt muss ich euch sagen, yes. Ist man da nervös? Bist du schon voll vorbereitet? Wie sieht es bei dir aus? Voll vorbereitet. Ich bin noch dran. Wir machen ja Doppelmodi mit dem, genau. Dem Max und ich. Und nervös bin ich irgendwie immer. Also nach 6 Jahren, als ich das noch mache, vorher wirklich, habe ich immer noch Muffensausen, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Ja. Ist dir schon mal so ein richtiger Patzer überhaupt passiert, oder nicht? Also hast du einen Grund zum nervös sein, oder ist das einfach so? Nein, ich glaube, wenn du es ein bisschen mit Humor siehst und dich selber auch nicht so ernst nimmst und vielleicht auch ein bisschen über dich selber kannst lachen, dann kann eigentlich gar nichts so Grosses passieren. Ja, letztes Jahr war das so. Du hast mit einem Jonsch moderiert. Also ich beim Publikum guckt man doch ab und zu mal ein bisschen grinsen. So. Wieso? Ja, wieso? Der Jonsch, wenn er sein Maul aufmacht, dann kommt das Zeug raus, wo man denkt, so, wow, okay. Also schon geil, ich finde, das macht es auch aus. Er hat so ein bisschen den Part vom Lustigen. Aha. Und ich bin dann so ein bisschen die, die es auch wieder ein bisschen runtergebracht hat. Aber es hat mega gefällt mit ihm. Ja. Freust du dich auf den Max Lang? Hast du schon mal mit ihm so etwas moderiert? Ja, ich habe zweimal mit ihm die Live-Sendung von der Street Parade moderiert und der, genau. Max ist auch super. Also der ist ein absoluter Profi, ist ein lustiger Typ und es geht total in Moderation. Du kennst ja sicher, es gibt Leute, die jetzt besser harmonierst, andere, die weniger harmonierst. Ich war letztes Jahr beim Jonsch super und auf den Max freue ich mich auch. Super. Weißt du, also er kann ja leider nicht in Fleisch und Blut da sein, weil er in Los Angeles ist. Der 1000 Sass an der Max. Aber wir wären da nicht Choice, wenn wir so diese super Erfindung namens Skype könnten für uns nutzen. Und das haben wir jetzt genau machen. Wir haben mal schauen, ob der Max Lang uns sieht, gehört, schrägstrich mit uns reden will. Hey, Max! Hallo! Alles gut? Jetzt höre ich euch. Ach, das Grinsen, ich habe es vermisst. Wie geht's dir, Max? Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut, bestens. Ist es noch früh am Morgen bei dir, oder? Alles gut. Super, danke. Jetzt ist 9 Uhr am Morgen. 9 Uhr am Morgen, Zeitverschiebung von 9 Stunden. Du bist ein herrlicher Krieger, dass du für Joyce aufgestanden bist. Danke vielmals. Joyce, oder? Danke vielmals für das. Freust du dich auf die Zoe? Am Samstag ist es soweit. Haben wir vielleicht lange nicht gesehen? Sag nicht falsch. Ja, logisch. logisch. Ich habe ja die Zoe gegeben. Wir kennen uns ja schon von der Street Parade mehrmals zusammen moderiert. Und ja, jetzt morgen geht der Flieger am Freitagabend in der Schweiz. Du, ich hoffe einfach, die Flieger haben keine Verspätung. Wenn der Flieger Verspätung hat, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein kleines Problem. Wir haben etwa 3-4 Stunden noch so spatzig. Was würdest du denn machen, Max, wenn der Flieger irgendetwas verkackt? Dann halt direkt an die Generalprobe. Ah, nein. Ich meine, der Flieger kommt alles gut. Hey, was bist du eigentlich am Treiben? Jetzt noch in der Zwischenzeit. Wann fliegst du ab, sagst du? Morgen. Morgen? Was machst du bis morgen noch? In Los Angeles? Ja, einfach das, was ich am machen bin. Ich bin natürlich einiges tun im Supper Club, mit dem Restaurant und Club, den ich hier in L.A. habe. Und sonstige Sachen, die ich am Anreise bin. Und Meetings und machen und tun. Und ich kann euch mal das Meer zeigen, wenn ihr mal das Meer seht. Bitte schön! Ja, bitte schön! Wir brauchen es momentan hier, weil es ist kalt. Bin ich aber gespannt. Aber aus dem Fenster. Aber nicht, mach uns nicht allzu neidisch, lieber Max, gell? Ah, du Sack! Ah, das ist so fies! Sorry, Max, was läuft? Ja, schon mach dem Dressen auch dort unten, am Strand. Wir mögen es ihm gönnen. Max, wenn du so viel beschäftigt bist. Vielleicht gehe ich auch noch an den Strand. Sorry, go again? Ja, vielleicht gehe ich auch heute noch ein bisschen an den Strand, gell? Okay. An den Strand, du bist im Tausendsassen, bist viel beschäftigt. Bleibt überhaupt Zeit für das Nightlife, für das, wo wir uns ja eigentlich jetzt da so am Connecten sind? Gehst du oft in den Ausgang? Du, ich glaube, ja, also ich gehe sehr gerne in den Ausgang, natürlich nicht mehr so oft wie auch schon. Und es hat halt schon ein bisschen mit der Zeit zu tun. Also ich bin halt ein All-or-Nothing-Mensch und ich gügle dann nichts mehr als nur 1-2 Bier. Und dann wird es ein bisschen später und natürlich, wenn ich am nächsten Tag zu tun habe, dann eher lieber nicht. Also eigentlich nicht mehr so viel wie auch schon. Aber ich denke, all die Jahre im Ausgang haben mir ein bisschen haben mich vorbereitet auf den Samstagabend. Das freut uns zu hören. Zum Schluss noch, welcher Ausgang ist besser? Los Angeles oder Zürich? Bis ehrlich?
Oder Zürich, Schweiz generell so? Oh, das ist eine gute Frage. Es kommt wirklich ganz darauf an. So ganz drauf an. Ich denke, was den Sound anbelangt, sicherlich Zürich. Okay. Was ein bisschen Clubs anbelangt, eher LA. Wegen? Ja gut, es kommt einfach auf den Geschmack drauf an. Ich habe jetzt nicht, also gut, ab und zu schon, gehe ich gerne mal irgendwie in einen Underground shoppen. Aber irgendwie habe ich, ich finde es schön, wenn es ein bisschen Mischung ist aus gutem Ambiente, guten Leuten. Gut, also ich gehe gerne fort und einfach eine gute Stimmung und lässige Zeit. Also mir ist dann nicht so wichtig, ob irgendwie das eine oder andere super ist. Also in dem Sinne, auch wenn der Sound nicht stimmt oder das, dies und jenes. Ja, von dem her so. Gute Stimmung und eine ordentliche Party. Mich freut das, dass das Skype-Zeug einfach so funktioniert mit Los Angeles. Ist geil, oder? Ja, also wir üben übrigens unsere Moderationen auch so oder besprechen unsere Moderationen und das funktioniert im Fall 1A. Der Max muss halt immer hure früh aufstehen. Aber das geht. Wirklich? Absolut. Ist sie angenehm zum Zusammenschauen? Haben wir noch einen Skype-Call später? Wir haben einen Skype-Call morgen um 7:30 Uhr. Also meine Zeit, 7:30 Uhr. Ah, morgen. Ah, okay. Gut. Oder? Okay, morgen, nein, morgen. Dann darfst du ja, nicht so spät noch draußen bleiben, gell? Und haltest dich zurück im Ausgang, weil so ist auf dich angewiesen im Fall. Ich gehe nicht in den Ausgang. Ist gut. Hey Max, ich freue mich auf den Samstag. Du musst dich noch ein bisschen erholen, du musst dich schön vorbereiten. Und dann schicken wir dir liebe Grüße und beste Wünsche auf Los Angeles. Danke dir. Ciao zusammen, mach's gut, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao Max.